Ja, mit dem Mondstein können wir natürlich unser Pipi oder unser Pummeluff, haben wir überhaupt einen Pummeluff? Ich glaube schon, weiterentwickeln. Dann haben wir das zumindest schon mal abgefrühstückt. Vielleicht finden wir noch einen zweiten hier in der Höhle. Ich bin mir da nicht so sicher. Das war ein Volltreffer. Also ist das nicht wirklich effektiv, wenn das schon ein Volltreffer war. Also nehmen wir mal die Aquaknarre. Und wenn die nichts bringt, ja, jetzt ist jetzt noch ein Tackle drauf und dann sollte dieses Zubat eigentlich Geschichte sein. Tschüss Zubat, war schön mit dir. Bis zum nächsten Mal. Und unser Shigi hat ein Level Up. Shigi hat jetzt Stufe 14 erreicht. Ja. Hallo. Hilfe, Überfall. Ach, du bist ja nur ein Kind. Ja, also wenn du meinst, dass ich ein Kind bin, bitteschön. Aber dein Kleinstein ist ganz schön eingestaubt. Ich werde es mal ein bisschen abwaschen, wenn das für dich in Ordnung ist. Mit einer Aquaknarre. Mit einer Aquaknarre fühlt sich doch jedes Kleinstein sauber. Guck mal, wie das jetzt glänzt. Oh, ist umgefallen. Ja, komm, dann wird man mit Shigi auch noch ein Level-Up erreichen nach dem Kampf. Nein, ich möchte natürlich nicht wechseln und das nächste Kleinstein wird auch eine Aquaknarre bekommen. Aber was hat er jetzt als drittes? War es ein Onyx? Oder wieder ein Kleinstein? Ich bin mir nicht mehr so sicher, was er noch hatte. Also es ist auch schon lange her, dass ich es gespielt habe. Onyx, ja, Onyx. Hallo Onyx. Ich möchte nicht wechseln. Ich möchte dieses Onyx in die ewigen Jagdgründe der Wanderer schicken. Jagen. Shigi. Shigi. Kann ich nicht mehr. So, Onyx wurde besiegt und wir müssten Level 15... Jawohl, wir erreichen Level 15 und... Kriegt man... Bekommt unser Shigi jetzt vielleicht eine Entwicklung? Wow! Du hast mich total überrumpelt. Ja, natürlich habe ich dich überrundet. Ja, ich habe dich überrundet und... Wir haben keine Entwicklung. Schade. Was wollte ich denn jetzt hier unten? Nein, ich wollte doch gar nicht da runter, ich wollte da rein. Ja, in den Kampf wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber okay, dann nehmen wir den Kampf auch noch mit. Und bei diesem Zubat probieren wir jetzt als erstes den Tackle aus. Ja, hätten wir mal beim letzten Zubat auch direkt den Tackle genommen, hätte ein bisschen mehr gebracht. Shigi, 61 EP, ne? 61 EP ist jetzt nicht so die Welt. Wo sind wir denn hier? Was haben wir da? Finden wir hier was? Nee, ne? Ach, außer ein Paras. Ach, da war hier die Parashöhle, dann war das unten der Durchgang wohl. Hm, okay. Tackle. Oder gab's hier auf jeder Etage? Ach, Stachelspoch, natürlich Stachelspoch, du scheiß Dreckviech, du hässliches. Shigi ist paralysiert und kann eventuell nicht ankämpfen. Kann eventuell nicht ankämpfen, genau. Kann gegen die Paralyse nicht mehr ankämpfen. Ja, das kann ich angreifen, natürlich. Hm. Aber warum kann ein Pokémon bei Stachelsporen nicht angreifen? Verstehe ich nicht. Was sind Stachelsporen? Dass unser Pokémon dadurch paralysiert wird? Ich weiß es nicht. So, und unser Shigi wird jetzt als erstes mal den Paraheiler bekommen. Müssen wir leider machen, weil Shigi brauchen wir noch eine Runde. Juhu, und Paraheiler für Shigi. Paraheiler wurde bei Shigi verwendet. Ja, weiß ich. Habe ich auch selbst gemacht. So. Okay, das hier ist... Ach, nee, komm. Noch ein Kampf gegen Paras will ich nicht unbedingt. Also werde ich mal fliehen. Ach, das Pipi eben haben wir doch gar nicht bekommen. Ich blöder Idiot. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja, wir sind da, wo ich hin wollte. Da oben ist Team Rocket. Also, wir sind auf dem richtigen Weg. Ach ja, Paras, verschwinde, du scheiß Dreckviech. Ich habe keinen Paraheiler mehr. Ach komm, den nehmen wir mit. Das gibt gute EP, Trainerkämpfe. Und Team Rocket ist ja eh nicht unser bester Freund. Und wir werden Team Rocket auch noch ein paar Mal begegnen. Ratfratz. Ratfratz. Guck mal, Shigi, Ratfratz kennst du, ne? Du weißt, wie du gegen Ratfratz vorgehen musst.
Nehmen wir mal die Aquaknarre. Hyperzahn, leck mich am Arsch. Der kann Hyperzahn. Warum kann das Viech jetzt schon Hyperzahn? Ich dachte, das kann das Radikal. So, das bringt nichts. Nehmen wir mal den Tackle. Wollen wir mal gucken, ob der Tackle mehr bringt gegen dieses Viech. Nee, auch nicht wirklich. Aber wir nehmen noch einen Tackle, weil Tackle haben wir viele. Und unsere anderen Attacken sind doch schon irgendwo limitiert. So, Radfratz wurde besiegt und wir bekommen 157 EP. Und stehen kurz vorm Level ab. Und ein Sandan. Ja, Sandan ist sehr schön. Sandan ist nämlich nicht gerade wassertauglich. Da gab es damals, glaube ich, auch eine Pokémon-Folge, wo ein Sandan mit Wasser gequält wurde, um es stärker zu machen. Um es gegen diese Schwäche ankämpfen zu lassen. Ich weiß gar nicht mehr, das war eine der ersten Folgen, glaube ich sogar. Das war so eine Arena und der Trainer dort hat seine Pokémon eigentlich unter Qual trainiert und unser Shiki hat Level 16 erreicht. Und auf Level 16 müsste sich unser Shiki eigentlich zu Shilock entwickeln, wenn ich... Ja, ja, oh, du hast aber schön viel Geld dabei und, jawohl, es entwickelt sich. Glückwunsch, dein Shiki wurde zu Shilock. Yay. Wir haben ein Shilock. So, was gibt es denn über Shilock zu sagen? Shilock, da haben wir Shilock. Das habe ich, glaube ich, bei den letzten Entwicklungen nicht gemacht. Dieses Pokémon lauert im Wasser auf Beute. Die Ohren dienen beim Schwimmen zur Orientierung. Ja, ist doch schön. Meine Ohren dienen in manchen Spielen auch zur Orientierung. Ein Zubat, natürlich. Wir haben schon lange keinen Zubat gehabt. Hm. Ja, also, ja, komm, gehen wir mal einen Tackle. Shilock, das ist dann. Ach du Scheiße, was ist das? Ich sehe ja jetzt erst, dass unser Shilock schon ganz schön mitgenommen ist. Komm noch, Plupper. Und das sollte es dann mit dem Zubat gewesen sein. Jawohl. Gute Nacht, Zubat. Bis zum nächsten Mal. War schön mit dir. Und wir werden unser Shilock jetzt erstmal nochmal heilen, weil da vorne stehen noch ein paar Kämpfer an. Ach, ja. So, direkt beim Rausgehen funktioniert das Steuerkreuz nicht so ganz. Also wenn ich gerade aus dem Menü rausgehe. So, Shilock wurde geheilt. Ja, ist ja sehr schön. Unser Pikachu bräuchte vielleicht auch noch eine Heilung, wenn wir es nochmal einsetzen. Und natürlich noch mal ein wildes Pokémon. Ein Kleinstein. Kleinstein ist natürlich toll. Kleinstein kann man einfach so platt machen. Entschuldigung. Ja, Kleinstein kann man einfach mal so platt machen. Und das ist sehr effektiv. Kleinstein ist weg. Tschüss, Kleinstein. Bis zum nächsten Mal. Und 122 EP. Ja, und wieder ein Rocket Gangster. Was haben wir denn jetzt? Ein Zubat mal wieder. Wir haben schon lange kein Zubat gehabt. Level 9. Das könnte ein bisschen was aushalten. Setzen wir mal eine Aquaknarre drauf und machen die Flügel nass. Normalerweise müsste das doch direkt auf dem Boden aufklatschen mit den nassen Flügeln. Ach komm, wir probieren es einfach mal zu fangen. Wenn wir es jetzt so nicht fangen können, haben wir leider Pech gehabt. Weil ich habe jetzt gerade gesehen, ja, wir haben noch gar kein Zubat. Also probieren wir es. Nein! Es hätte beinahe geklappt, aber es hat nicht geklappt. Und mit der nächsten Attacke... Ach komm, probieren wir es nochmal. Wir haben noch zwei Pokebälle. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann war es das. Dann kriegen wir auch kein Zubat. Doch, es hat geklappt, tatsächlich. Toll, Zubat wurde gefangen. Yay, wir haben ein Zubat. Für Zubat wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Dieses Pokémon lebt in... Dieses Pokémon lebt in Kolonien, an dunklen Orten. Es identifiziert und ortet Ziele mit Ultraschall. Okay. Haben Fledermäuse so an sich. Es wurde in Box 1 abgelegt. Ach, an den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Okay. Dann werden wir diesen Rocket-Typen jetzt einfach mal platt machen und...
Ratzfatz. Natürlich hat er wieder einen Ratzfatz und auf dem zweiten Platz wahrscheinlich einen Rettern oder wieder einen Sandan oder sowas. Hoffentlich macht das Vieh keinen Hyperzahn, weil der Hyperzahn, der ist echt böse gewesen. Aber ja, Ruckzuckhieb kannst du ruhig machen. Der Ruckzuckhieb interessiert mich jetzt nicht so sehr. Kommt noch ein Tackle hinterher. Und noch ein Tackle. Und das war's mit Ratfratz. Ja, und Shillock hat schon wieder ein Level-Up. Och, das ist ein Traum, ist das. Als nächstes wird Zubat eingesetzt. Ja, da möchte ich mal wechseln, weil Zubat ist ja ein sehr guter Gegner für unser Pikachu. Ich finde, das ist recht ausgeglichen, Elektro-Attacken gegen Flug-Pokémon. Also, ja, Donnerschock, ne? So, das ist sehr effektiv. Ja, natürlich ist es sehr effektiv. Ich glaube, wir müssen dann noch die Nugget-Brücke machen, weil mit Level 16 haben wir, glaube ich, gegen Misty noch nicht so die Chance. Zumal Starmie sich, glaube ich, selber heilen kann. Das ist alles ein bisschen übel. Ja gut, Level 17 haben wir jetzt halt, aber ich glaube, wir sollten unser Pikachu schon auf Level 20 bringen. Ja, 416. Ach ja, da oben erwartet uns natürlich Flankkampf. Und hier erwartet uns noch ein Zubat. Was ist das da oben? Das müsste auch wieder ein Streber sein. Komm, hier, hauen wir mal ab vor dem Viech. Das da oben müsste auch wieder ein Streber sein. Also, Streber. Ach nee, der hat, glaube ich, Slimer oder sowas dabei. Auf jeden Fall könnte der ganz schön knackig werden. Jawohl, Streber Miguel. Miguel. Miguel, was ein Name. Slimer. Wird von Streber Miguel. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, setzen wir mal die Aquaknarre auf das Vieh. Ich habe echt keine Ahnung. Slimer ist ein Gift-Pokémon. Das weiß ich zumindest schon mal. Aber ich hab... Ich warne dich, du. Aber ich habe keine Ahnung, gegen was Gift-Pokémon anfällig sind. Also ich glaube, mit unserem Pikachu kommen wir da auch nicht unbedingt weit. Und ich sollte unser Shiggy vielleicht doch... unser Shillock ist das ja mittlerweile. Entschuldigung, ich sage die ganze Zeit Shiggy aus der Gewohnheit. Ich sollte unser Shillock vielleicht langsam heilen. So, jetzt kommt ein Voltoball. Ja, bei Voltoball möchte ich definitiv wechseln auf Pikachu. Weil Pikachu ist leider das einzige Pokémon neben Kleinstein, das etwas gegen diesen Voltoball machen kann. Gegebenenfalls noch unser Bibor. Ja. Komm, lade ich mal schön auf, mein Kleiner. Und platz nicht zu früh. Schlaf schön. Gut. Was haben wir jetzt als nächstes? Smogon. Ein Smogon. Ja, Smogon. Ja, komm, nehmen wir noch. Ja, genau. Pikachu. Weil Smogon müsste ja in der Theorie eigentlich doch viel von Pikachu abbekommen. Ich glaube, Feuer war extrem effektiv gegen Smogon. Aber, ja, na, Gift... Oh, Gott sei Dank nicht vergiftet, weil das hätte unser Pikachu nicht bis zum Pokémon Center überlebt. Und dieser Donnerschock wird jetzt das Schicksal von Smogon besiegeln. Smogon! Ja, das war's mit... Smogon! Smogon mag ich eigentlich, oder? Smogmog! Eigentlich Pokémon, die ich irgendwie so ein bisschen mag. In der Serie hatte ich so leichte Sympathien zum Team Rocket, auch wenn sie mir mit der Zeit tierisch auf den Sack ging mit den Sätzen, ewig, was sie sich da zusammengereimt haben. Ja, ich suche mir eins aus. Links, rechts, Schleudersitz. Welches nehme ich denn mal? Ich weiß es nicht. Ich nehme den Mist, das rappelt in der Kiste und jetzt haben wir erstmal einen Kampf. Und nochmal ein Kleinstein haben wir schon gefangen. Okay. Ja, gut, Kleinstein, dann tut's mir leid für dich, dann musst du leider das Zeitige segnen. Schlaf schön. Hätten wir dich noch nicht gehabt, dann hätte ich dich jetzt gefangen. So, und ich werde jetzt das Fossil nehmen, wo ich davor stehe. Jawohl, das ist das hier. Das ist das Dom-Fossil. Ich habe keine Ahnung, was in den Fossilen drin war.